Und hier. Und hier. Okay. Okay, okay, okay. Wall. Packen wir. Dahin. Na, gucke mal einer an. Ich glaube, ich habe keine Stückchen mehr hier. So funktioniert es also. Ein bisschen blöd, dass man dann erstmal hier alles hinlegen muss, aber gut. Wall. Zack. Kann ich noch eine Wall bauen? Nee. Ah. Okay, das heißt, die Loks bringen uns als solches gar nichts. Dann knallen wir die doch noch eben schnell um ins Stöckchen. So. Nein, ich will kein Campfire. Ich will eine Wall. Okay, das Platzieren ist ein bisschen schwieriger als gedacht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir eine Tür? Na ja, gut. Ah, jetzt habe ich mir nicht angeguckt, was man für ein Dach braucht. Ah. Verdammt. Bestimmt ganz viel von diesem Palmenzeugs. Das ist jetzt erstmal nur noch testweise hier, was ich mache. Klar. Komm mit. Komm, 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 komm. Hops, hin da mit dir. So. Hammer raus. Roof. Der Roof, der Roof. The roof is on fire. Okay. Haben wir schon mal eine kleine nette Hütte. Kann man hier noch irgendwo einen Support hinsetzen? Nee, ne? Na gut. Aber wie macht man eine Tür? Die große Frage aller Fragen. Und ich denke mal, die lässt sich nur schwer beantworten. Oh, das ist aber ein hohes Ding hier. Nicht auf mein Haus. Hurra. Angriff der Killer-Kokosnüsse. Okay, so. Machen wir aus den Trunks erstmal wieder Loks. Die bringen wir dann rüber an unsere Hütte. Und dann machen wir daraus Stöckchen. In der Hoffnung, mit ganz vielen Stöcken eine Tür bauen zu können. So, noch du. Huch. Also bisher macht mir das Spiel echt Spaß, muss ich sagen. Es ist knifflig, das alles so rauszufinden. Wenn man sich nicht vorher die Bedienungsanleitung durchliest. Oder die Steuerung. Na. Hopp, 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 hopp. Zack. Ich denke mal, wir werden auch noch ein paar Palmblätter brauchen für die Tür, weil das sieht mir alles so ein bisschen stückchenmäßig aus. So. Und einen haben wir noch. Hä? Was war denn da? Ich konnte hier gerade. Irgendwas? Oder war das noch hier? Na, komm. Kommst du jetzt her.
Putt, 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 putt. Dahin mit dir. Wir sammeln hier gerade ein bisschen was. Zack. So, Hammer raus und gucken. Nee. Das ist es nicht, ne? Also, weiter geäxtet. Und noch ein paar Palmenblätter dahin gebracht. Vielleicht brauchen wir ein paar Palmen dafür. Also an den Stöckchen kann es jetzt nicht liegen, so viele wie wir da jetzt liegen haben. Nee. Vielleicht braucht man auch Steine. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. Wer weiß. Vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Ja, das Ding können wir auch noch abhauen. Haben wir hier noch irgendwas liegen, was von Interesse sein könnte? Das sieht nicht danach aus. Da sind noch mehr Seile, aber Seile brauchen wir anscheinend überhaupt nicht, um das Ganze zusammenzubinden oder so. Interessant, dass das Raft-Floß-Rettungsgedöns da immer noch rumliegt. Und nicht schon längst. Warte mal. Ich habe eine kleine männliche Krabbe. Huch! Ich habe sie gegessen. Hä? Was habe ich jetzt getan? Okay, irgendwas war gerade komisch. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht essen sollen. Aber ich finde auch keine Steine mehr. Ich wollte sie ja eigentlich kochen, aber das ging ja gerade eben schon nicht, da Sachen ins Feuer zu legen und zu kochen. Kokosnüsse haben wir auf jeden Fall genügend. Daran wird es wohl nicht scheitern. Können wir denn irgendwas anderes jetzt... Oh, ein Bett! Aha! Ich glaube, ich sollte mir das alles mal aufschreiben. Damit ich das nicht vergesse, wie man das baut. Weil ich kenne mich und vergesse das alles wieder. Bett ist so etwas, das ist schon etwas extravaganter. Da komme ich sowieso nie im Leben wieder drauf. So. Die anderen Sachen, die gingen ja alle. Da braucht man einfach nur so ein bisschen was aufeinanderlegen. Dann hat man das, aber so ein Bett. Okay. So. Kann man das da reinstellen? Hm. Ich würde das ja gerne da reinstellen. Okay, machen wir das anders. Moment. Mhm. Foundation. Oh nein. Ich kann hier keine Foundation bauen. Hm, dann hätte man hier wahrscheinlich bauen müssen, wa? Naja, beim nächsten Mal. Okay. Huch. Dann baue ich jetzt einfach mal ein Bett. Das war hier mit, ne? Hallo? Jetzt habe ich hier aber nur drei Ropes. Ja. Wo ist mein viertes... Wo ist mein viertes Seil? Da. Ja. Und mit da drauf.
Und mit da drauf. Bett. So. Zack. Can only sleep at night. Okay. Also, halten wir fest. Wir haben ein Bett. Wir haben einen Anfang einer Hütte. Das ist doch alles schon mal was. Und man kann das Ding natürlich dann auch erweitern. Ich hätte jetzt gerne hier noch was Richtiges draus gebaut, aber das können wir dann... Können wir dann auf jeden Fall noch machen. Dann gucken wir mal, ob das Schlafen auch speichert, damit wir das auch wissen. Aber bevor wir das machen, können wir ja erstmal gucken, ob wir irgendwas im Wasser finden. Ich schwimme jetzt einfach mal. Wenn wir sterben, ist ja auch nicht schlimm, dann haben wir auf jeden Fall so einen ersten Eindruck und so ein erstes Ende. Und dann machen wir beim nächsten Mal das Ganze nochmal. Oh, ich sollte vielleicht wieder auftauchen. Ich schwimme jetzt einfach mal zur Insel. Wenn man da überhaupt hinkommt, das weiß ich ja noch gar nicht. Aber es scheinen wirklich Inseln zu sein, die sich alle ziemlich ähnlich sehen. Mich verfolgt auch kein Hai oder sowas. Gibt's denn hier unten irgendwas? Boah, ist das tief. Wieder hoch. Und, na, hoch. Entfernen wir uns überhaupt noch von der Insel? Sieht so aus, ne? Aber die anderen kommen irgendwie nicht näher. Habe ich so das Gefühl. Und wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, jetzt sind irgendwie alle Inseln total weit weg. Und da ist ein Hai. Der uns hoffentlich in Ruhe lässt. Denn wir haben jetzt keine Wahl mehr. Oh! Hat er uns angegriffen? Du Scheißhai. Ach du Scheiß, wie viele sind denn das? Schwimm! Da vorne ist noch einer. Schwimm! Komm schon! Oh! Da ist gerade die Insel gespawnt. Man scheint sie also wirklich erreichen zu können. Das ist interessant. Mal gucken, ob wir sie noch erreichen bei den ganzen Haien, die davor jetzt noch rumschwimmen. Aber die scheinen uns nicht direkt getötet zu haben, sondern mehr so angestupst. Nach dem Motto, hey, schwimm weiter oder stirb. Wenn du nicht weiter schwimmst, wenn du weiter schwimmst, stirbst du auch, weil dann kommen meine Haikollegen, die sagen, schwimm weiter oder stirb. Solange, bis du gestorben bist. Aber du kriegst mich nicht. Nicht so kurz vorm Ziel. Wo ist da rechts neben mir auch noch ein Hai? Nee. Eine neue Insel. Und, ah, du Arsch. Nein. Ah. Wie sieht denn das Blut aus? Das ist ja widerlich. Jetzt werden die anderen Haie natürlich auch aufmerksam auf uns, wo wir diese Wunde haben. Aber wir haben es geschafft. Ha! Ja, die paar kleinen Kratzer. Kein Thema. So, wir haben eine neue Insel erreicht. Und ich finde, die sieht auch anders aus, als auf der wir waren, oder meine ich das nur? Also jetzt klar, die Baumtypen und so, die sind jetzt gleich geblieben, aber die ist ein bisschen was anders. Stellt sich jetzt nur die Frage, warum sollte man die Insel wechseln, weil man irgendwann keine Nahrung mehr hat, aber man muss doch dann bestimmt auch die Insel mit einem Floß oder sowas wechseln können, oder? Ha.
Hey, da ist was. Was ist das denn da Schönes? Ein alter Kahn. Okay, wir haben zwei Plätze frei. Das Messer schmeiße ich mal dahin. Und die Axt, den Hammer lege ich auch mal dahin. Den brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Und mit der Machete geht's da rein. Und hops. Hey, bin ich da nicht rauf? Etwa reintauchen oder so? Hey. Soll ich bitte weiter schwimmen? Muss es doch irgendwo einen Weg reingeben. Die stellen doch nicht hier einfach so einen Kahn hin. Und man kommt nicht drauf. Das gibt's doch nicht. Asozial. Hab ich aber auch noch nicht erlebt hier. Was ein verarschtes Spiel. Ist ja unglaublich. Okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir einen guten ersten Eindruck. Da ist wieder Yucca. Also die Pflanzen scheinen immer ähnlich zu sein. Es gibt halt Palmen, es gibt so Yuccas und Kartoffeln. Und beim nächsten Mal werden wir dann ein vernünftiges Haus bauen und ein neues Spiel natürlich starten. Jetzt können wir das natürlich mit dem Schlafen nicht ausprobieren. Das tun wir dann aber beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht das Bett auch in ein Häuschen einbauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Würde mich über Feedback an dieser Stelle freuen, was ihr denn von dem Spiel und dem Spielprinzip generell haltet. Sowas wie hier Survival, das ist ja momentan so der große Trend. Survival, oder vielleicht ist der Trend auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Aber jetzt sind ja viele Spiele im Early Access, was dieses ganze Survival aufgreift. Da ist ja jetzt auch dieses H1Z1 erschienen, das nicht so gut sein soll, habe ich gehört. Und dann The Forest und DayZ und dann gibt es ja noch etliche andere. Da gab es, glaube ich, noch Long Dark und noch irgendwas mit so einem Bootsding, also Sea irgendwas, Under the Sea oder so, ich weiß es nicht mehr. Also es gibt viele von diesen Spielen und jetzt eben auch dieses hier. Ja. Wir gucken dann. Steht da Safe? Ach, da steht Safe Game. Okay. Quit. Ich nehme das jetzt einfach mal mit in die Aufnahme, ob man ein Spiel laden kann. Das ist vielleicht ganz interessant noch für einige von euch zu sehen. Man hat anscheinend nur einen Spielstand. Ah ja. Ist da hinten wieder dieses Boot? Ah ja, okay. Mal gucken, ob die Sachen hier auch noch liegen. Es sind ja viele Fehler bei The Forest gewesen, dass die Sachen dann dupliziert wurden, nicht mehr da waren. Aber das scheint hier alles zu funktionieren. Zumindest das, was ich jetzt hier sehe. Wir haben ja hier jetzt nichts mehr gebaut und so. Und ich kann jetzt nicht auf die Spawns achten, ob die Bäume jetzt wieder da sind und sowas. Aber, okay. Ja, damit beende ich dann diese erste Aufnahme von Stranded Deep. Da ist es nochmal. Bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr zugesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch morgen wahrscheinlich wieder einschaltet zu einer neuen Folge Stranded Deep. Dankeschön, bis dahin, tschüss, macht's gut.